Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Es geht jetzt um das Wahlrecht für unter 18-jährige Jugendliche, 10 Millionen Wahlen, in einer Wahlprüfungsbeschwerde gegen die EU-Wahl durch das Bundesverfassungsgericht. Und dazu begrüße ich ganz herzlich unsere heutigen Gäste. Das ist zu meiner Rechten Ralf Uwe Beck, er ist Vorstandssprecher des Vereins Mehr Demokratie. Daneben hat Platz genommen Nicola Quarz, auch vom Verband Mehr Demokratie. Professor Dr. Hermann Heusner von der Hochschule Osnabrück und ganz außen Professor Dr. Arman Pautsch von der Hochschule in Ludwigsburg. Herzlich willkommen Sie. Und es beginnt Herr Beck. Bitte schön. Ja, vielen Dank für die Einladung. Es ist die Idee der Demokratie, dass jeder Mensch die politischen Entscheidungen, die ihn betreffen, beeinflussen können muss und die Menschen, die am meisten von politischen Entscheidungen betroffen sind, sind zugleich die, die am wenigsten an den Entscheidungen beteiligt sind, nämlich die Jüngsten in unserer Gesellschaft. Ihnen wird das demokratische Existenzminimum vorenthalten. Gemeinhin wird ja gefragt, ab wann ist jemand reif, sich an Wahlen zu beteiligen, und für die Bundestags- und die EU-Wahlen lautet die Antwort des Gesetzgebers mit Vollendung des 18. Lebensjahres. Jedoch ist die Frage von der falschen Seite ausgestellt, weil sie muss eigentlich lauten, wie lange darf einem Menschen sein Wahlrecht vorenthalten werden? Das ist eine Frage, die sich die Gesellschaft immer wieder stellen muss, denn hier geht es um ein Menschenrecht. Wir von Mehr Demokratie fordern deshalb für alle politischen Ebenen ein Wahlalter von 16 Jahren. Diese Forderung erheben wir vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung, des Vertrauens in die demokratischen Institutionen und einer sich entwickelnden politischen Bildung. Die demografische Entwicklung sorgt dafür, dass Jugendliche zunehmend zu einer Minderheit werden. Es ist davon auszugehen, dass bis zum Jahr 2060 der Anteil der unter 20-Jährigen von derzeit 15 auf nur noch 12 Millionen in der Gesellschaft schrumpfen wird. Wie können Jugendliche dann ihre Belange geltend machen, wenn sie nicht wählen dürfen? Und hier lautet eine Gefahr für die Demokratie überhaupt. Fridays for Future beispielsweise demonstriert ja nicht vor Konzernzentralen, sondern klagt die Politik selbst an und verlangt ökologische Leitplanken für das Wirtschaften. Die Jugendlichen sehen sich entfremdet von einer Politik, die sie nicht im Blick hat, und empfinden sich zugleich als ohnmächtig, und das kratzt eben auch am Vertrauen in die Demokratie. Wer aber dagegen frühzeitig eine Erfahrung mit seiner eigenen Stimme macht, eine Selbstwirksamkeitserfahrung, der hält auch weiterhin der Demokratie die Stange. Oder umgekehrt gesagt, wie soll ein 16- oder 17-Jähriger begreifen, dass er zukünftig als Bürger gefragt ist, nämlich für das Gemeinwohl zu bürgen, wenn die Gemeinschaft keinen Wert auf seine Stimme legt? Der mündige Bürger entpuppt sich eben nicht mit seinem 18. Geburtstag, er schlüpft da nicht einfach aus einem Kokon. Der mündige Bürger entwickelt sich, und dafür braucht es Anlässe. Und der vornehmste Anlass, sich mit Demokratie auseinanderzusetzen und zu bedenken, welche Rolle ich als Einzelner in dieser Demokratie, in der Gesellschaft spiele, sind eben die Wahlen. Sich an Wahlen zu beteiligen, lässt Jugendliche politisch auch reif. Dem kann Schule dann entgegenkommen. Wenn die erste Wahl noch in der Schulzeit liegt, dann wird Demokratie anders gelehrt in Schule und wird auch anders gelernt, weil da gibt es einen Anlass. Diese Zusammenhänge hat der Bundestag nach unserer Einschätzung noch nicht erkannt, die Bundesländer schon. Herzlichen Dank, Herr Beck. Dass Jugendliche bereit sind zu wählen, das hat der Gesetzgeber zum Teil auch bereits anerkannt. Es ist nämlich in 11 Bundesländern so, dass Jugendliche sich bereits an den Kommunalwahlen beteiligen dürfen. Und in 4 Ländern dürfen sie das sogar bei den Landtagswahlen. Aber nach wie vor nicht bei den Bundestagswahlen und eben auch nicht bei den Wahlen zum Europäischen Parlament. Und so muss jetzt eine ganze Generation, der die Zukunft Europas besonders am Herzen liegt, auch bei der letzten Europawahl wieder zu Hause bleiben. Wir sehen, dass quer durch fast alle Parteien eine Jugend gefeiert wird, die sich politisiert und freitags auf die Straße zum Demonstrieren geht. Aber von der Europawahl schließen wir sie dann aus. Mancher Jugendlicher versteht weit mehr von globalen Gefahren für die Menschheit als mancher Politiker. Aber wählen lässt man die Jugendlichen nicht. Einige 16- und 17-Jährige haben sich jetzt dagegen gewehrt, dass sie bei der letzten Europawahl nicht wählen durften. Sie haben Einspruch beim Deutschen Bundestag eingelegt und sind abgewiesen worden.
Zwei dieser Jugendlichen sind sogar heute hier, Rosa Tevis und Paul Schwobach, ganz herzlich willkommen. Was diese Einsprüche angeht, hat der Bundestag jetzt am 24. Oktober entschieden. Ab diesem Zeitpunkt hat man 2 Monate Zeit, sich mit so einer sogenannten Wahlprüfungsbeschwerde an das Bundesverfassungsgericht zu wenden. Und genau das wollen die Jugendlichen jetzt tun. Insgesamt 14 Jugendliche wollen einen Tag vor Heiligabend vor das Bundesverfassungsgericht ziehen und eine solche Beschwerde gemeinsam mit uns einreichen. An diesem Tag, also am 23. Dezember um 12 Uhr, wird es auch vor dem Bundesverfassungsgericht eine kleine Aktion für die Presse geben, einen Fototermin um 12 Uhr, zu der wir Sie auch ganz herzlich alle einladen möchten. Die Jugendliche wenden sich an das Bundesverfassungsgericht mit dieser Beschwerde, um das Recht zu erstreiten, das ihnen eigentlich, wie wir eben schon gehört haben, bereits zusteht. Und neben all unseren politischen Bemühungen, das Wahlrecht auf allen Ebenen für Jugendliche durchzusetzen, möchten wir nun mit dieser Beschwerde rechtlich überprüfen lassen, ist denn der Ausschluss der Jugendlichen von der Europawahl überhaupt mit unserem Grundgesetz vereinbar? Wir sagen nein, das ist er nicht. Wir sind der Ansicht, der Ausschluss von 16- und 17-Jährigen von der Europawahl verstößt gegen das Grundrecht auf Allgemeinheit der Wahl. Das bedeutet, wir haben es hier mit einem Verstoß gegen unser Demokratieprinzip zu tun. Oder vielleicht noch schöner ausgedrückt, diese Jugendlichen sind mit ihrem persönlichen Recht auf Demokratie verletzt. Denn weder in unserem Grundgesetz noch im Europarecht gibt es eine Vorschrift, die sagt, dass man erst ab 18 an der Europawahl teilnehmen darf. Und es gibt nach unserer Auffassung wirklich keinen sachlichen Grund, diese Generation von der Wahl auszuschließen. Und das werden Ihnen nun genauer die beiden Prozessbevollmächtigten der Jugendlichen erläutern. Ja, vielen Dank. Wie eben schon gesagt, ist das Besondere an der Europawahl, dass bei der Europawahl weder durch das Europarecht noch durch das Grundgesetz eine Vorgabe besteht im Hinblick auf ein Wahlmindestalter. Das Europarecht überlässt es den einzelnen Mitgliedstaaten, ob überhaupt ein Wahlmindestalter eingeführt wird und in welcher Höhe. Und das hat zum Beispiel in Österreich dazu geführt, dass in Österreich bei Europawahlen schon mit 16 gewählt werden kann, wie dort auch übrigens bei allen anderen Wahlen. Das Grundgesetz regelt die Wahlrechtsgrundsätze für die Wahlen für den Bundestag in Artikel 38, im Artikel 38 Grundgesetz. Dort ist auch niedergelegt der Grundsatz der Allgemeinheit der Wahl. Allgemeinheit der Wahl heißt, keiner, kein Bürger, keine EU-Bürgerin darf vom Wahlrecht ausgenommen werden. Wobei hier bei der Bundestagswahl es um die Wahlen zum nationalen Parlament geht. Und da haben wir dann aber eine Einschränkung, dass festgelegt ist, dass man erst ab 18 Jahren wählen darf. Diese Einschränkung, im Artikel 38 erst ab 18 Jahren wählen zu dürfen, gilt nur für die Bundestagswahlen. Das ist ganz eindeutig nach dem Wortlaut des Artikel 38 so und nach der systematischen Stellung, die der Artikel 38 im Grundgesetz hat. Und das bedeutet, dass die Wahlrechtsgrundsätze, also die Allgemeinheit der Wahl für die Europawahlen, sich ergeben aus dem Artikel 3 unseres Grundgesetzes, das ist die Allgemeinheit der Wahl. Daraus ergeben sich die Wahlrechtsgrundsätze Allgemeinheit der Wahl für die Europawahl. Und im Artikel 3 gibt es keine Einschränkung, gibt es kein Wahlmindestalter. Und das heißt, jeder Bürger, jeder EU-Bürgerin, jede EU-Bürgerin hat ab Geburt ein Wahlrecht bei Europawahlen. Nun wissen wir natürlich alle, dass bei den letzten Europawahlen, sonst lesen wir nicht hier, nur die 18-Jährigen wählen durften. Das liegt daran, dass der einfache Gesetzgeber, der Bundesgesetzgeber, im Europawahlgesetz 18 Jahre als Wahlmindestalter festgeschrieben hat. Der einfache Gesetzgeber, nicht die Verfassung. Und da ist das Bundesverfassungsgericht ganz streng. Das Bundesverfassungsgericht stellt strenge Maßstäbe auf, die erfüllt werden müssen, wenn man Menschen ihr Wahlrecht entziehen will, was hier ja stattfindet. Und das darf man nur, wenn dafür ein Grund streitet, der ebenso hochrangig ist wie das Grundrecht auf Wahl. Und das hat das Verfassungsgericht, ein solcher Grund kann sein, die Einsichts- und Urteilsfähigkeit der Wähler bei den Wahlen. Nun ist es so, dass die 16- und 17-Jährigen
eindeutig, hinreichend, einzig zu urteilsfähig sind, um Wahlen zu beurteilen. Das heißt, es gibt keinen Grund, sie von der Wahl auszuschließen. Die 16- und 17-Jährigen haben 10 Jahre Schule hinter sich. Da haben sie die wichtigsten politischen Inhalte, die notwendig sind, um an einer Wahl teilzunehmen, durchgenommen. Sie sind nach den Erkenntnissen der Entwicklungspsychologie hinreichend fähig, politische Urteile abzugeben, und zwar auch unter Einschluss oder Einnahme eines Blickwinkels der anderen Bürger. Und sie sind auch hinreichend verantwortungsfähig. Das zeigt sich darin, dass so gut wie jeder Jugendliche, wenn er straffällig geworden ist und vor den Kadi kommt, dort für verantwortungsfähig gehalten wird. Also unterm Strich, das Wahlmindestalter bei der Europawahl kann nicht gerechtfertigt werden. Herzlichen Dank. Herr Posch. Ja, der erwähnte Verstoß gegen die Allgemeinheit der Wahl stellt sich überdies auch als Verstoß gegen das Demokratieprinzip dar. Also der Ausschluss der 16- und 17-Jährigen ist ein Verstoß gegen das Demokratieprinzip, das in Artikel 20 Absatz 2 des Grundgesetzes niedergelegt ist. Wir wissen alle, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus, der Grundsatz der Volkssouveränität, und wird ausgeübt vom Volke in Wahlen und Abstimmen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung. Dieses Legitimationsvermittlungsmodell, das durch Wahlen erfolgt und in Artikel 20 Absatz 2 angelegt ist, zeigt, dass die Verwirklichung der Demokratie im parlamentarischen Regierungssystem eben auf Wahlen zurückgeht. Allgemeine, unmittelbare, freie, gleiche und geheime Wahlen, das sind die Wahlrechtsgrundsätze, die hier schon angeklungen sind. Und hier steht eben mit dem Ausschluss der 16- und 17-Jährigen ein Verstoß gegen die Allgemeinheit der Wahl als zentralen Wahlrechtsgrundsatz in Rede, und die Hürden, das ist auch angeklungen, liegen besonders hoch, wegen der überragenden Bedeutung der Wahlteilnahme als Ausfluss des demokratischen, sogenannten demokratischen Minimums, also der Möglichkeit aller Bürger eines Staates durch die Stimmabgabe, durch die Beteiligung an Wahlen, an der Kreation des Parlaments und dann daraus folgend oder nachfolgend der Legitimation staatlicher Gewalt mitzuwirken. Und das haben wir in vergleichbarer Weise natürlich auch bei der Wahl zum Europäischen Parlament. Und indem auch hier auf einfach gesetzlicher Ebene die 16- und 17-Jährigen vom Wahlrecht ausgeschlossen sind, wird ihnen auch insoweit, nämlich soweit sie an der Kreation des Europäischen Parlaments bezüglich der Abgeordneten aus der Bundesrepublik Deutschland gerade nicht teilnehmen können, wird auch insoweit das demokratische Existenzminimum ja, auf Null gesetzt. Also man könnte es, wenn man es mal am Zählwert festmacht, eine Stimme bei der Europawahl, die durch den Ausschluss faktisch auf Null gesetzt wird. Zählt also diese Stimme nicht, weil gar keine Wahlteilnahme stattfinden kann. Und es ist im Gesamtkontext auch noch zu berücksichtigen, dass das Bundesverfassungsgericht selbst es in diesem Jahr gewesen ist, dass das Tor geöffnet hat mit Blick auf die Allgemeinheit der Wahl, nämlich indem es am 29. Januar auch im Rahmen einer Wahlprüfungsbeschwerde und am 15. April dann im Rahmen eines abstrakten Normenkontrollverfahrens bekanntlich entschieden hat, dass der Wahlrechtsausschluss der Vollbetreuten, der eben bestanden hat, gegen den allgemeinen Gleichheitssatz verstößt, und schon für die Europawahlen wurde dann im Eilrechtsschutz die entsprechende Regelung des Europawahlgesetzes außer Kraft gesetzt, also für nicht anwendbar erklärt. Und der Deutsche Bundestag hat dann nach Maßgabe und im Verfolg dieser Rechtsprechung nachgezogen und mit Gesetz vom 18. Juni 2019 den Ausschluss vollständig betreuter und, das muss man dazu sagen, damit nicht hinreichend oder gar nicht einsichtfähiger Personen von Europa- und Bundestagswahlen abgeschafft mit dem Gesetz. Wir haben also eine einfach gesetzliche Rechtslage, die den Vollbetreuten und damit einem weiten Kreis, nämlich nahezu alle Personen über 18 Jahre, auch dann, wenn sie über die nötige Einsichtsfähigkeit nicht verfügen, wahlberechtigt sind, demgegenüber aber einsichtsfähige 16- und 17-Jährige nicht.
Und daher verschärft sich gewissermaßen der Gleichheitsverstoß, auf den wir hier schon eingegangen sind, noch einmal in eindrücklicher Weise. Man kann es auch einfach ausdrücken, es ist geradezu absurd, spätestens nach diesem Gesetz vom 18. Juni 2019, also den Änderungen für EU- und Bundestagswahlen, Personen, die zweifelsfrei einsicht- und urteilsfähig sind, diesen, also den 16- und 17-Jährigen mindestens das Wahlrecht vorzuenthalten. Herzlichen Dank für das Ergebnis. Dann kommen wir zu Fragen. Ja, Sie erwähnen, haben wir das falsche Mikrofon jetzt? Frau Quarz, Sie erwähnten, dass in vier Ländern die 16- und 17-Jährigen schon zu Landtagswahlen wahlberechtigt sind. Haben wir denn Erkenntnisse über die Wahlbeteiligung in dieser Altersgruppe? Also mir ist zum Beispiel aus Bremen bekannt, wo man auch bereits ab 16 Jahren wählen darf, dass da sehr gute Erfahrungen gemacht wurden. Als ein Beispiel, wenn noch jemand ergänzen kann. Ja, darf ich ergänzen? Ja, also es gibt Forschungen aus Österreich und aus den Ländern und das ist ganz eindeutig so, dass die Wahlbeteiligung der 16- und 17-Jährigen höher ist als der Folgenkohorten, die fallen nämlich ab und die Wahlbeteiligung dann erst wieder auf das Niveau der 16- und 17-Jährigen kommt bei den 30-35-Jährigen. Das heißt also, das ist ein gutes Argument zu sagen, das ist zwar kein rechtliches, aber ein politisches Argument zu sagen, dass die auf jeden Fall wählen können müssen. Und wir wissen, wenn ich ergänzen darf, noch aus Umfragen, dass sich Jugendliche, die insbesondere zur ersten Wahl gehen, ganz intensiv mit den Parteien, mit den Programmen auseinandersetzen, viel intensiver auf die Wahl vorbereiten, als das Menschen machen, die schon x-mal zur Wahl gegangen sind. Frau Buschum? Ja, zwei Fragen. Die erste Frage, Sie haben in Österreich angesprochen, das ist nur eine Wissensfrage. Können Sie sagen, in wie vielen EU-Staaten ist dann erlaubt, das mit 16 und 17 noch zu wählen, eben Österreich? Und die zweite Frage, ich habe jetzt verstanden, für die Bundestagswahl steht das Wahlalter im Grundgesetz, deswegen ist daran nicht zu rütteln. Bei anderen Wahlen sagen Sie, das ist ein Verstoß gegen die Allgemeinheit der Wahl. Ich verstehe es nicht so richtig, weil das für mich ein Widerspruch ist. Wie kann etwas, was wir bei der Bundestagswahl für völlig legitim erachten, bei anderen Wahlen ein Verstoß gegen ein Demokratieprinzip sein? Ja, ich antworte vielleicht mal auf den ersten Teil und den zweiten Teil können wir uns vielleicht aufteilen. Also es gibt mittlerweile drei EU-Länder, in denen unter 18-Jährige bei der Europawahl wählen dürfen. Das ist einmal, wie gesagt, Österreich, zum zweiten Malta, da geht es auch mit 16 Jahren und in Griechenland mit 17 Jahren. Interessant ist auch, dass das Europäische Parlament, ich glaube, das war 2015, eine Resolution beschlossen hat, mit Mehrheit, in der appelliert wird an die nationalen Parlamente bei den kommenden Europawahlen, das Wahlalter auf 16 Jahre zu senken. Das heißt, es gibt sozusagen schon auf europäischer Ebene im Europäischen Parlament einen entsprechenden Konsens. Das ist nicht bindend, aber zeigt etwas über die Rechtsüberzeugung und die verfassungspolitischen Willen in der Mehrheit der Repräsentanten der europäischen Bürgerschaft. Zur Frage, inwiefern ein Widerspruch bestehen kann zwischen Artikel 38 Absatz 2, wo drin steht, dass 18 Jahre die Voraussetzung sind, an der Bundestagswahl teilzunehmen, allerdings das Grundgesetz diese Vorgabe nicht macht bei den Europawahlen, ist zunächst zu sagen, dass vom Wortlaut her, und das muss ich dann nochmal wiederholen, vom Wortlaut her und der systematischen Stellung her, sich diese Vorgabe nur bezieht auf die Bundestagswahl. Wenn wir jetzt zur Europawahl gehen, bei Erlass des Grundgesetzes 1949 und auch dann bei Absenkung des Wahlmindestalters 1970 von 21 auf 18 Jahren gab es noch keine Europawahl, hat keiner daran gedacht, sodass für diese Frage keine Vorkehrung getroffen wurde. Deswegen sagt das Bundesverfassungsgericht, wir können wegen des Wortlauts und der systematischen Stellung die Wahlrechtsgrundsätze, die natürlich fundamental sind, für die Europawahl nicht aus Artikel 38 ableiten, sondern müssen das aus den anderen Grundrechten ableiten, die sozusagen als Auffanggrundrechte gelten. Das wäre bei der Allgemeinheit der Wahl, das ist jetzt wichtig, der Artikel 2. Allgemeinheit der Wahl heißt, alle Bürger dürfen wählen. Und jetzt stellt sich die Frage, ob man den Wahlrechtsentzug, beziehungsweise von vornherein, Juristen nennen das verfassungsimmanente Einschränkung der Allgemeinheit der Wahl aus dem Artikel 38 Absatz 2, analog anwenden kann auf die Europawahl. Und das ist jetzt, da ist jetzt die Frage, welche Maßstäbe sind an eine analoge Anwendung einer Einschränkung eines Grundrechts anzuwenden. Und da sagt das Verfassungsgericht und sagt die Literatur, das sind ganz, ganz hohe Einschränkungen, denn wenn der Verfassungsgeber gewollt hätte,
dass auch in anderen Bereichen außerhalb des Artikel 38 diese starken Einschränkungen vorgesehen sein sollen, dann hätte er das ja gemacht. Und wenn man jetzt mit einer Analogie argumentiert, müsste man sagen, annehmen können, wenn er es heute einführen würde, würde er es wieder so machen. Und da ist die spannende Frage, ob wir bewegen uns auf Verfassungsebene, ob auf Verfassungsebene heute eine dafür notwendige Mehrheit zustande käme, bei Europawahlen 18 Jahre einzuführen. Und da kann man sicher sagen, das geht nicht mehr zustande. Dieser Konsens, eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und Bundesrat zustande zu bringen, hat man heute auf gar keinen Fall mehr. Und wir können eben sehen, dass seit 1996 beginnt in Niedersachsen mit den Kommunalwahlen ein zunehmender Trend da ist, dass das Wahlrecht abgesenkt wird. Und beispielsweise die FDP ringt gerade darum, auch sich zu überlegen, ob sie dafür eintritt, dass das Wahlalter auf 16 Jahre gesenkt werden soll. Das heißt also, ein Zweidrittelkonsens, den man bei Schranken für das Grundgesetz braucht, eine Zweidrittelmehrheitskonsens ist auf gar keinen Fall mehr da. Sodass man eben sagen muss, wenn der Gesetzgeber das will, der verfassungsändernde Gesetzgeber muss das Grundgesetz ändern, durch analoge Anwendung kann das hier nicht einführen. Vielleicht darf ich noch ergänzen, weil Sie auf die Widerspruchsfreiheit der Rechtsordnung zumindest mittelbar abgehoben haben. Auch das ist kein Argument. Das ist zum einen nur ein allgemeiner, aus der Verfassung herausgelesener Grundsatz, der auch vom Bundesverfassungsgericht mittlerweile eher restriktiv betrachtet wird und zu der Folgerung führt, dass jedenfalls die starr formale Festlegung auf ein ja, auf 18 Jahre fixiertes Wahlmindestalter in Artikel 38 Absatz 2 Absatz 1 des Grundgesetzes eben nicht taugt, um es auf andere Wahlen zu übertragen, die lediglich einfach gesetzlich auszugestalten sind. Also es bindet der Grundsatz einer Widerspruchsfreiheit, systemgerechten Rechtsetzung den einfachen Gesetzgeber gerade nicht. Unabhängig davon, wie wir wissen, dass sich eine Analogie ohnehin verbietet wegen des ausdrücklichen Bezuges auf die Bundestagswahlen. Das heißt, auch mit diesem Argument Einheit der Rechtsordnung, Widerspruchsfreiheit kommt man nicht weiter. Ich muss dazu auch sagen, in der Vertikalen ist das ja ohnehin aufgelöst durch die in den Verfassungsräumen der Länder, zumindest in den vier Bundesländern, in denen wir das Wahlrecht auf 16 Jahre abgesenkt haben. Wenn man daraus jetzt sozusagen die Gesamtrechtsordnung betrachten würde, auch im Bundesstaat, dann ließe sich damit schwerlich begründen, dass diese Wahlalter aufrechtzuerhalten werden, wenn man in diesem Grundsatz der Einheit der Rechtsordnung einen solchen Raum geben wollte. Das ist also abzulehnen. Insofern keine Widerspruchsfreiheit, im Gegenteil, allenfalls ein Messen an höherrangigem Recht, das ist immer so, primates Recht, einfaches Recht am höherrangigen Verfassungsrecht zu messen, aber da gilt, wie wir gerade nochmals gehört haben, 38 Absatz 2 nur für Bundestagswahlen kann kein Maßstab für die weniger weder für die Europawahlen noch auch und schon gar nicht für die Landtagswahlen sein. Herr Beck, Sie wollten noch das ergänzen? Ja, keine Frage. Nur zwei kleine Ergänzungen. Der Bundestag hat noch nicht über alle Einsprüche zur EU-Wahl entschieden. Die restlichen Einsprüche werden heute im Wahlprüfungsausschuss behandelt und vermutlich wird sich dann der Bundestag im Januar damit befassen, davon auszugehen, dass auch diese Einsprüche abgewiesen werden. Und dann gibt es bereits Jugendliche und auch deren Eltern und auch Juristen, die dann vor dem Hintergrund dieser abgewiesenen Einsprüche auch nach Karlsruhe ziehen werden, dann vermutlich mit die 2-Monats-Frist wieder greift, dann bis zum März. Das ist nicht der Fall, da bedanke ich mich ganz herzlich bei unseren Gästen. Und schließe es dann.